Morgen! Moin! Ganz schön eng hier im Auto. Mit dir. Ja, ich glaube, es liegt an mir, das stimmt. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg. Ist ein bisschen schwierig immer aufs Display, die Kamera. Da muss ich reingucken. Ne? Ja, musst du reingucken. Wir fahren jetzt gleich Richtung Burg Stahleck. Der Heidelberger hat uns eingeladen, uns mal irgendwie Kram anzugucken. Mehr wissen wir auch noch nicht. Doch, wir wissen, mit wem wir in einem Zimmer sind und dass wir total viel Fun haben werden. Oh ja. Yeah. Genau, ich versuche mal wieder ein kleines Video zu machen und ja, mal gucken. Gucken, was sich hier so ergibt. Tschüss, bis später. Du darfst auch noch Tschüss sagen. Winke, winke. Ja, wir sind jetzt hier auf Burg Stahleck, Sonntag früh. Alle sind durch. Wie spät ist es? Keine Ahnung. 9 oder so? Ich glaube 10, weil um 11 ist eine Versteigerung. Nee, 9. Viertel nach 9. Ja, hier, mein. Ja. Ich wollte noch ein Spiel gerade spielen, aber der Autor hat schon eingepackt. Ja, genau. Ey, solche faulen Schweine, dieser Autoren. Spiele spielen. Hier gibt es viele Prototypen. Oh ja. Fast nur Prototypen? Ja, oder englische Ausgaben. Genau. Wie viel hast du gespielt? Also, wie viel sind auf einer Seite drauf? 10. Naja, 10 sind auf zwei Seiten. 5, 10, 15, 20, 25. Siehst du, wir haben es nur auf unter 10 geschafft. Ich bin bei 8. Okay. Ich habe weniger geschlafen als noch hier. Ich habe gestern auch nur 3 Spiele geschafft, weil ich die ganze Zeit in irgendwelchen Business-Meetings hänge. Und das ist natürlich wichtig. Genau. Es ist hier, ich habe so ein bisschen ein eigenes Event. So was gibt in der Branche, glaube ich, nicht nochmal, wo es halt nur so diese geballten Prototypen gibt, oder? Oder Rating, Herne. Herne ist eine kleine Malle. Ja, Malle. Ja, das ist ja aber da hängen die Redakteure unter sich. Hier ist ja richtiges Endpublikum. Das Endpublikum Protos Tested kenne ich so tatsächlich nur aus Herner Spielewahnsinn auf jeden Fall. Ich meine, aber hier sind mehr. Liegt auch nichts rum. Hier sind mehr. Ja. Genau, hier ist richtig mehr, viel mehr. Also in Herne kannst du ja sagen, okay, da kannst du alle Prototypen an einem Tag mal kurz anspielen, weil das sind irgendwie 6, 7 oder so. Und hier. Du hast über 20 gespielt und hast nicht alle gespielt. Definitiv nicht. Über die ganzen Prototypen haben wir schon einen Podcast gemacht. Ja. Genau, wir haben eine kurze Aufnahme. Hat er gesagt. Genau. Also darüber, die wollte ich jetzt hier nicht irgendwie. Also so lohnt sich beide zu hören, weil der Andi hat vielleicht nicht alles gespielt, was wir gespielt haben. Und wir haben definitiv nicht alles gespielt, was Andi gespielt hat. Also wir haben uns ja auch ein bisschen aufgeteilt, wobei, ich glaube, die Berner war bei euch in 2 Runden drin. Ja, hier bei den Spannenden bei den Ungarn. Ja. Gestern habe ich tatsächlich ein Highlight verpasst, hat mir David gesagt, weil ich halt nicht in der... Also wir waren am anderen Tisch und das andere war wohl sein absolutes Highlight. Wo war das? Hier, bei Pentagon. Das, Way of the Panda, oder? Way of the Panda soll wohl sehr, sehr gut sein. Also ich glaube, der Christoph hat auch darüber geredet. Die waren auch nicht ganz so... Ja. Das wollte ich jetzt noch spielen, aber es ist schon eingepackt. Wobei ich das jetzt mit der Terrakotta-Armee, das fand ich auch gut. Also. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Komm, aber nächstes Jahr sind die, glaube ich, beide anvisiert. Genau. Also es dauert noch ein bisschen, bis ihr die seht. Das ist halt immer, ne? Wenn wir sowas mitkriegen, bist du immer daher, warum habe ich nicht gespielt? Aber im Prinzip dauert es ja dann doch nur 6 Monate oder 12 und dann... Genau. Und meistens wird das Spiel dann derzeit nochmal besser. Genau. Richtig. Aus Erfahrung, ja. Ja, ich habe auch schon gesehen, dass ein Verlag nichts gemacht hat in 12 Monaten. Und wo du denkst so, was hat er gemacht? Okay, das ist ein namhafter Verlag.
Location ist natürlich traumhaft. Für dich sind alle Verlage namhaft, oder? Die Location ist ein richtiger Traum, wobei dieses Jahr war natürlich viel Regen. Ne? Ja, dann natürlich, klar, wenn hier natürlich die Sonne drauf britzelt, ist natürlich schöner. Also hinten, da ist der Rhein. Rhein. Aufwärts ist es. Und das Tolle bei so Events generell, egal wo du hingehst jetzt, auf Darmstadt, Herne, München, Karlsruhe, das sind immer wieder dieselben Leute. Das heißt, für mich ist es tatsächlich immer ein Familientreffen. Da kommt von da kommt der Wasser. Weil du siehst die Leute ja nicht so oft eigentlich wieder. Das ist dann schon sehr, sehr schön. Aber du siehst sie wahrscheinlich noch in mehr. Also, zum Beispiel, ich bin ja nicht in Ratingen, ich bin nicht in Darmstadt. René ist in Ratingen. Aber auch die ausländischen Verlage sich sagen. Genau. Also gerade also auf den deutschen Events sind die ausländischen Verlage fast so gut wie gar nicht, das stimmt. Also dafür ist es hier sehr, sehr international. Super international. Also sehr europäisch international. Also Russen, Polen, Rumänen, Franzosen, Italiener. Eurasisch. Eurasisch, ja. Genau. Wobei ich tatsächlich sogar sagen muss, italienischer Jahrgang ist für mich ein absolutes Highlight. Mhm. Also komplett gesehen, alle italienischen Verlage, die ich hier gespielt habe, top. Von Adrenalin ist ja da. Genau. Wollen wir noch irgendwie groß was sagen? Ne? Nö, jetzt in den Spielen brauchen wir nichts zu sagen. Das machen wir dann. Wir haben das in unserem Podcast schon aufgenommen. Ihr nehmt das ja noch auf. Wir sagen einfach mal allen Zuschauern, dass sie beides hören sollen, natürlich. Es wurden vor Ort, glaube ich. Ja, klar. vor allem ist er vorher online wahrscheinlich. Es wurden vor Ort auch noch ein paar Videos gedreht. Also wir haben Videos gedreht, aber ich meine, Spiel doch mal hat auch gedreht. Oh, ist schon online. Ja, ist schon online. Ja, die haben gestern Abend noch geschnitten. Ich habe mich gestern mit denen noch unterhalten. Der meinte, er wollte es vielleicht noch schneiden. Was hier bei mir. Und es hat noch jemand gedreht, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also ich kannte den vom Gesicht her nicht. Mit dem Handy. Benjamin Türk. Ah, okay. Wie heißt die Brettspielblog.net, also der macht hauptsächlich YouTube. Ah, Brettspiel. Brettspielblog.net, genau. Okay, siehst du, hat auch gedreht. Genau, der macht dann auch schnelle YouTube-Videos, so ein bisschen Let's Play-mäßig. Das waren, glaube ich, alle, die darüber zumindest audio- oder visuell berichten. Genau, dann gibt es halt noch die Spielfreude und die Brettspielbox werden noch schreiben. Die Spielbox war auch da. Ich weiß gar nicht, ob die einen Artikel bringen in der Spielbox. Der Hadel wird wahrscheinlich vielleicht was schreiben, ja. Kurzen Artikel. Also eigentlich berichten relativ viele Leute über die Spiele hier. Und Meisenbach war auch da, Markus Stoll. Markus Stoll? Spielzeug? Ah, ja. Ja, ja, der auch, ja. Ja. Also es wird einiges zu lesen geben. Genau. Bis dahin, was steht jetzt an bei euch? Nächstes Göttingen. Morgen, Göttingen. Spielautoren treffen. Matthias und ich werden da wieder nochmal uns rumtreiben. Und, Mallorca? Mallorca. Urlaub meinst du? Ja. Das wäre schön, wenn das Urlaub wäre. Alles klar, dann sagen wir tschüss. Winke, winke. Ciao, ciao.